Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Silent Hill 4. Ja, mal wieder liegt die letzte Aufnahme ein paar Tage zurück. Ich glaube, ich habe hier alles gemacht. Ach, stimmt, die Münzen. Wir müssen in die U-Bahn. Ach, Mist, zwei Plätze noch frei im Inventar. Oder sind das drei? Nee, ich glaube, das sind zwei. Ich hoffe sehr, dass das ausreicht. Und ganz ehrlich, ich ärgere mich schwarz, so schwarz wie dieses Loch hier ist, dass ich das Schwert nicht mitgenommen habe, als wir in dieser Gebäudewelt waren. Ich ärgere mich wirklich sehr, weil der Geist von Cynthia ist ziemlich nervig. Und ich hätte die eigentlich sehr gerne hier festgenagelt. Naja, dann müssen wir da jetzt wohl oder übel so durch. Und das mit Eileen, na gut, ist nach wie vor ein bisschen nervig. Ich finde die sogar nerviger als die Ashley aus Resident Evil 4, falls ihr das kennt. Das würde ich übrigens auch gerne mal let's playen. Irgendwann. Also nicht jetzt direkt danach. Das könnte noch ein wenig dauern. Da muss man ja auch immer mit der Ashley rumrennen und die muss man sogar noch auffangen, wenn man irgendwie Leitern runtergeht oder so. Naja, wir sind nicht bei Resident Evil 4, wir sind bei Affen. Ach, schön. Ach Mann. Das Problem ist. Tritt drauf. Scheiße. Das Problem ist. Ja, was ist eigentlich das Problem, dass ich jetzt wohl oder übel einen Gesundheitsdrink nehmen muss? Den einzigen, den ich dabei habe übrigens. So, die Münzen habe ich, das ist gut. Eileen kommt auch mit, das ist sehr gut. Please, don't leave me alone. Ja, dann beeil dich ein bisschen. Dann haben wir auch gar nicht so einen Stress hier. So, wenn ich schnell genug bin, schaffen wir es vielleicht die Treppe runter, ohne dass die Cynthia, bzw. der Geist, uns überhaupt erwischt. Aber so langsam wie die Eileen ist, naja. Komm, Olle. Shit. So, das müsste ja dann hier sein. Nee, das ist ja die andere Seite. Das muss hier sein. Ja, wunderbar. Sehr schön. So, hier sind wir beim ersten Mal auch runtergegangen. Haben wir jetzt hier etwa Ruhe? Das wäre ja super schön. Die Tür ist immer noch zu. Ach, ich höre doch schon wieder Hunde, oder? Ich höre doch schon wieder Hunde. Hallo. Die greifen übrigens... Ja. Die greifen übrigens nicht an, wenn man geht. Das hat, ja, oder auch doch. Ich wollte es jetzt hier gerade ausprobieren. Aber Henry, schlag dann halt einfach mal zu. Ach shit, die springen ja... Shit. Shit. Schnell. Jetzt aber schnell. Henry, mach. Shit! Ach Mann! Oh, guckt mal bitte die Energie. Ah, wenigstens kloppt Eileen ein bisschen mit drauf. Ja, also wie gesagt, ich habe gelesen, die würden nicht angreifen, wenn man läuft. Was ist das hier? Da liegt auf jeden Fall ein Golf. Eine Reitgerte. Ach, wahrscheinlich für Eileen. Boah, ich glaube, die nehme ich mit. Leicht und einfach zu verwenden, gute Reichweite. Könnte sehr schmerzhaft sein. Na, dann ist die hoffentlich besser als die Tasche. Da hinten ist ein Gesundheitsdrink. Ja, ich wollte sagen, ich habe gelesen, dass die nicht angreifen, wenn man geht. Das Problem ist, erstens funktioniert das nicht. Und zweitens habe ich automatisch Rennen eingestellt, weil ich das irgendwie sonst praktischer finde. So, da ist noch ein Gesundheitsdrink. Eileen, komm mal her. Dir geben wir die Reitgerte in der Hoffnung, dass das wirklich besser ist. Und ich nehme wieder die Axt. Ich bin immer noch ein bisschen geizig, was die Munition angeht. Der Weg ist von Schutt versperrt. Ich komme nicht durch. Okay. Ach Gott, da unten wird es bestimmt nicht angenehmer.
Noch ist alles ruhig. Keine Geister, kein gar nichts, keine Hunde. Ach genau, was wollte ich denn hier nochmal ausprobieren? Seltsamer Automat. This looks like something should stay sharp. Ja, Alte. Ach Gott, oh nein. Die Tür ist fest zu. Na super. Und der Geist von Cynthia war wieder da. Jetzt ist er weg. Eileen, ich hoffe, du kommst. Ganz ehrlich, ich kann hier nicht immer auf dich aufpassen. Vor allem, wenn ich so blöd war und das Schwert vergessen habe. Kommen wir hier durch? Ach, eine heilige Kerze. Das ist natürlich auch super, ja. Ein Platz noch frei. Mist. Aber wenn wir gleich den Schlüssel verwendet haben, dann könnte das passen. Vielleicht erinnert ihr euch, in einer der ersten Folgen, als wir hier in der U-Bahn waren, haben wir so eine Kiste gesehen. So eine Kiste gesehen, die wir jetzt sehr wahrscheinlich mit dem Schlüssel aufschließen können. Es tut mir sehr leid, Aileen, aber ich kann gerade nicht anders. Das ist ein Heiligenmedaillon. Nee, sorry, das muss ich erstmal liegen lassen. Das tut mir jetzt echt leid und hier sind wir irgendwie total falsch. Das kann ich jetzt echt nicht mitnehmen. Die taucht aber auch so plötzlich auf, ne? Zack, auf einmal ist sie da. Jetzt ist sie wieder weg. So, hier mussten wir nämlich rein. Und da hinten, Aileen? Aileen? Da bist du. Ach, das ist so ätzend. So, sie ist da. Wundervoll. So, da hinten ist die Kiste. Juhu. Jetzt bin ich sehr gespannt. Was? Das, was? Ich wollte schon sagen, in der Kiste ist eine schmutzige Spielzeugmünze. Aha. Ich wette, in meiner Küchenspüle bekäme ich sie wieder sauber. Ach, und die ist für den Automat. Alles klar. Das ist ja supi. Moment, wir haben einen Platz frei. Dann gehen wir einfach wieder raus. Dann holen wir uns noch schnell das Heiligenmedaillon. Medaillon. Um das mal korrekt auszusprechen und nicht immer so Ruhrpott-mäßig. Wo war das denn noch? Aileen? Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Und dich umzurennen, weil... Alte! Alte! Oh, ist das laut! Ja, die Frage ist... Shit! Nein, 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 nein! Shit! Oh, Mann! Oh, danke, Aileen. Vielen Dank, bist doch noch nützlich! Alter, geh weg! Oh Gott. Ist zu viel Action hier für mich. Shit, ich bin gleich schon wieder tot. Aileen ist da. Das ist super. Die Frage ist, kommt die mit runter? I can't use a ladder with my arm like this. Okay, ich hoffe sehr, dass das okay ist, wenn wir sie da stehen lassen. So, wie war das hier nochmal? Ich kann gerade die Kamera nicht ändern und gar nichts. Aber wir sind hier auch schon da. Und hier ist auch das Loch. Boah, super. Mich ärgert es halt nur tierisch mit der Gesundheit. Dass die Gegner so stark sind, dass ich so schwach bin und nie richtig treffe. So. Oh, oh. Oh Gott, die Fenster. Oh Gott, wir haben eine heilige Kerze.
shit. Kann ich die da nicht hinstellen? Warum nicht? Warum nicht? Mann! Ich bin gleich tot, Leute. Alter. Wie soll ich das denn machen? Oh shit, wie soll ich vernünftig speichern? Moment. Hier passiert mir ja hoffentlich nichts, wenn ich da stehen bleib. Alter, das geht ja gar nicht. So, das kommt erstmal weg. Die muss ich sauber waschen. Die Münzen haben wir benutzt. Oh Mann, die Kerze würde ich da echt super gerne hinstellen. Aber ich glaube, dass ich zunächst mal zwei Gesundheitsdrinks, eine Ampulle, die brauche ich auf jeden Fall für später, stellt einen großen Teil der Gesundheit wieder her und dies über einen gewissen Zeitraum. So. Da ich ja schon fast tot bin. Ja, genau. Da ich ja schon fast tot bin, nehme ich das hier. Wie mache ich das jetzt mit den Fenstern? Ich näher mich mal ganz vorsichtig dem Speicherpunkt. Das, warum kann er das nicht hinstellen? Wie soll ich das denn machen? Okay. Hilfe, Hilfe. Ey, das geht ja gar nicht. Passt mal auf, ich mache noch was anderes. Truhe. Alter, ich habe jetzt gerade echt hier Panik ein bisschen. So. Jetzt mache ich das hier in der Hoffnung, dass dann die Fenster aufhören zu klappern. Ich nehme die Puppe wieder raus. Das hatte ich ja schon erklärt in einer anderen Folge. Shit, die klappern immer noch. Ja, Leute, wenn ihr wisst, wo genau ich die Kerze hinstellen muss, dann bitte, bitte schreibt mir das, weil dieses Klappern der Fenster, das muss aufhören. Das macht mich extrem nervös. Also, wenn ihr das wisst, bitte sagt Bescheid. Ansonsten gucke ich dafür auch in eine Lösung oder so. Keine Ahnung, ich will das halt einfach nicht ertragen. Ich habe voll Schiss. Gut, da hat sich nichts verändert. Dann gucken wir mal, was hier unten für ein Zettel liegt. Ein paar Tage nachdem Walter sich in seiner Zelle umgebracht hatte, sahen mehrere Bewohner einen langhaarigen Mann in einem Mantel. Von seinem Fenster aus sah Richard Braintree in 207, wie der Mann etwas Schweres bewegte und irgendetwas in 302 tat. Auch Sunderland, der Hausmeister, sah den Mann im Mantel in der Nähe von 302 und bestätigte, dass es Anzeichen gab, dass jemand in der Wohnung war. 17. Juli. Die große Frage, was hat der Typ im Mantel hier mit dieser Wohnung zu tun? So, wir sollen jetzt also in der Küchenspüle die Münze waschen. Dann probieren wir das doch mal aus. Sie haben die schmutzige Münze mit Wasser gewaschen. Okay. Spielzeugmünze, auf der ein Dollar steht. Oder ein irgendwas. Vielleicht wollte jemand einen Dollar schreiben. Okay. Gespeichert haben wir jetzt nicht, aber... Ach doch. Doch, ich mach's vorsichtshalber. Ich will nicht näher daran. Ich will... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das geht von hier. Da müssen wir uns doch nicht so weit den Fenstern nähern. Echt, das muss aufhören. Das muss einfach aufhören. Vor allem, wir können ja dann nichts mehr machen. Wir können nicht mehr aus dem Fenster gucken. Wir können nicht mehr, weiß ich nicht, falls mal was im Radio kommt, können wir uns da nicht nähern. Das ist super blöd, dass das so an der Energie zieht. So, wenn ich jetzt die Tür aufmache... Dann bin ich irgendwo, wo Hunde sind, okay. Ich will aber auf jeden Fall zurück zu Eileen. Ja, klar, hier sind jetzt auch wieder Geister.
Wie hätte es anders sein sollen? Hallo, na, wie geht's? Wir können die gar nicht ansprechen oder so. Finde ich schade. So. War der Automat auf dieser Seite hier? Oh, da kommt wieder einer aus der Wand. War der hier vorne schon? Ja! Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier Tolles rausholen. Der Schlüssel kam aus dem Automaten. Sie haben den Mordszenenschlüssel. Schlüssel aus dem Automaten. Auf dem Etikett steht Mordszene. Ach. Alles klar. Wahrscheinlich müssen wir dahin, wo Cynthia umgebracht wurde. Denn wir kommen hier aus der U-Bahn ja jetzt nicht raus. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie kamen wir denn dahin? Ich glaube, dann muss die Eileen aber hier bleiben. Ein anderer Weg fällt mir nämlich gerade nicht ein. Komm, Alte. Ach, Mist. Na, komm. So, mir fällt kein anderer Weg ein, als hier runter zu gehen, dann gleich an der Abzweigung nach rechts zu gehen, ja, und dann wieder dahin, wo wir schon mal waren. Nämlich hier rein. Lass mich. Und dann da runter. Oder wo kamen wir dahin? Doch, da kamen wir dahin, wo der... Ja, genau. Ich nehme mal hier vorsichtshalber wieder die Pistole.